Willkommen in der Realität, egal wo du dich bewegst, was du machst, wohin du gehst, spürst du nicht, wie sie dich sehen. Schritt für Schritt, Tag und Nacht, sie wissen, was du redest, verdammt. Denn wenn sie wollen, zapfen sie dein Telefon an. Dein Profil ist gespeichert mit allem, was du magst. Und du fragst verdammt nochmal, wer hat denen das gesagt? Du selbst, durch eBay, Google und Amazon, MySpace, E-Mail und hundertmal anderswo. Zahlen mit Karte, Kredit oder auch EC, und sie können dein halbes Leben auf dem Kontoauszug sehen. Willkommen im System, du hast zwar niemals dahinter geguckt, trotzdem haben sie dein Digital. Digitalen Fingerabdruck, willst du untertauchen, sieht es schlecht aus, denn sie können dich jetzt auch erkennen am Netzhautscan per Cam, die an jeder Ecke steht und sich ein Bild macht. Bald steht da eine MG, die jeden killt, der nicht ins Bild passt. Deutschland 2007, das ist Stasi Reloaded. Für jeden aggressiven Schläger gibt der Staat hier ein Vorbild. Oder er gibt ihm einen Schlagstock und Helm. Und neben Polizisten werden noch Soldaten gestellt, damit das Volk dann auch wirklich vor dem Demonstrieren Angst hat, überwacht durch Wasserwerfer, Tornados oder Panzer. Der Anfang war der Einsatz in Heiligendamm. Der ist als Warnung zu verstehen, wie es weitergeht im Land. Sie wollen sich legitimieren mit ein paar getarnten Cops, die Bilder produzieren, die man braucht vom schwarzen Block. Und wenn sie Demonstranten ausziehen, würgen oder fesseln, kannst du wetten, da steht nichts in der bürgerlichen Presse. Und die Politik tut so, als steht sie unter Zugzwang, verschärft alle Gesetze und Schäuble dient als Buhmann. Doch das Vorgehen gegen alle Genossen im Land macht doch rein zumindest klar, sie haben offensichtlich Angst. Ich nehm den Basie in die Hand und schlag die Kamera kaputt. Ich sage lachend, die Pro7 sende Anstalt in die Luft. Mach die Druckerpresse platt im Springer Verlag. Die Redaktion kriegt ihren Bullshit in den Hintern gejagt. Ich hack mich in den Server von Microsoft. Dann wird jeder im Zentralbankrechner eingeloggt. Unsere Wut hat sich lange genug aufgestaut. Jetzt wird alles eingerissen und neu aufgebaut. Alles, was dich krank macht, mach kaputt, was dich kaputt macht. Alles, was dich abfuckt, alles, was dich krank macht, mach kaputt, was dich kaputt macht. Alles, was dich abfuckt, alles, was dich krank macht, mach kaputt, was dich kaputt macht. Alles, was dich abfuckt, alles, was dich krank macht, mach kaputt.